Eine männliche Leiche haben Paddler am Montagmittag in der Weser bei Gimte entdeckt. Der unbekannte Tote war schon stark verwest, sodass die Polizei noch keine Angaben zur Identität des Mannes und zum Zeitpunkt des Todes machen konnte. Die Feuerwehr war zunächst mit Booten ausgerückt, was sich aber dann als nicht notwendig herausstellte. Nachdem die Polizei ihre Arbeit am Fundort beendet hatte, barg ein Bestatter mit Hilfe von Münchner Feuerwehrleuten die sterblichen Überreste des unbekannten Mannes vom Weserufer. Anschließend wird die Leiche in eine Friedhofskapelle gebracht. Am Mittwoch soll sie in der Rechtsmedizin in Göttingen untersucht werden. Dann erhofft sich die Polizei auch Aufschluss über die Todesursache.